Das ist in 2020, mein Lieber. Ach, das ist in 2020. Ich helfe dir mal eben mit dem Panzer. Ja, wäre eine ganz nette Sache. Ich guck mal, dass ich hinten das Geschütz ausschalten kann. So, der Panzer ist weg. Nein. Ja, danke. Wir müssen die Verlorenen retten. Versorgungsgebäude wird hinzugefügt. Ja, und die nehmen dann. Boah, weißt du, kaum hast du irgendwas eingenommen, schon nehmen sie das hier wieder zurück, die Seiten. Da gehen jetzt gerade irgendwelche Chaos-Dämonen. Kommt, Leute, sterbt doch einfach. Ja, warum ist da noch ein Ork geschützt? Ach, der, weil er der Mech. Ja, und die machen sich mal eben unverwundbar und fliehen dann. Hilft aber trotzdem nichts, die sterben trotzdem nicht. Okay. Kein Vorsicht an Lemon Russ. Die tun ihm nichts. Ich bin gerade viel zu beschäftigt, um den Artillerieschlag wegzulaufen. So, ein Dämon ist tot, der zweite Dämon ist auch tot, der dritte Dämon, also die Dämonen sind weg. Hört sich irgendwie intelligent an. Das mag ich eben auch an meinen Wolfspielen, die sind eine relativ schnelle Truppe. Ja. So, genau, der geht in den Nahkampf? Was ist einfach das denn? Gut, dass ich lesen kann, was da kommt. Wieso denn? Ja, weil ich sie nicht etwas so vorbereitet habe, dass natürlich eine Schlag gewesen wäre. Ach so. Ja. Geil, die Granaten explodieren und der Typ hat gerade praktisch nur noch ein Leben. Ihr Gebäude wird fallen. Granaten sind in der Luft. Ach nee. Das sind Kultisten. Ja, das Ding ist glaube ich jetzt weg, oder? Was ist weg? Die Festung. Nein, noch lang nicht. Nicht? Nein, als ob. Oh. Da finde ich gerade nur so schon nicht so aus. Plasma-Granate. Was? Plasma-Granate? Sturmvogel, mein lieber Sturmvogel. Das musst du noch übersetzen. Siehst du gleich. Hat eigentlich auf das Ding genau drauf gezielt, aber ja, genau das da. Raketenturm auch da runter. Ja, so kann man das aber auch machen. Schau mal her. Ach ja, witzig. Wir mal sehen, welchen Schaden ich hiermit anrichten kann. Oh ja, und jetzt? Jetzt haben wir gewonnen. Darf ich noch einen Artillerieschlag setzen? Oh, schade. Weiter. Gut, dann wollen wir mal schauen. Das war jetzt hier das Let's Play. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die ganzen Let's Plays von mir gefallen euch. Abonniert mich. Ja, wie gesagt, meine Truppen kriegen wieder voll aufs Maul. Danke, das war nämlich der perfekte Einstieg für das nächste hier. Ja, das hoffe ich mal. Diesmal mit zweimal Space Marines gegen zweimal Orks. Ich hab, weißt du, so ist es nicht immer mit dem. Der lässt einen dann irgendwann mal kämpfen, um sich aufzubauen. Der Hauptsache, der andere Typ kriegt aufs Maul. Stimmt überhaupt nicht. Versorgungsgebäude wird hinzugefügt. Nur manchmal. Ja, außerdem eben. Gehen die automatisch auf dich. Ich kann die ja gar nicht beeinflussen. Außerdem bist du der Host. So. Und sonst noch was, ne? Ey, geil, ich rück hier mit meinen Truppen an und die ziehen sich zurück. Ziel bestätigt. Was? Versorgungsgebäude fertig. Schade, das stirbt keiner mehr von denen. Ja, ich diesmal hier mit White Scars und weil ich irgendwie gerade Lust hatte auf White Scars und er, weil er darauf Lust hatte, mit diesem super epischen Imperial Fist, weil der so einen tollen Captain hatte, mit so einem tollen Helm und so einem tollen Mantel und gegen meine nur so ganz normal aussieht. aber trotzdem voll epic aussieht.
Ja, das geht. Normal und episch gleichzeitig, das geht. Hä, wie die Scouts haben nur ein einziges Scharfschützengewehr verarschen? Ja, wenn du ihnen Schrotflinten gibst, dann haben sie drei Schrotflinten. Ja, toll. Ich dachte, für die Kosten kriegst du auch endlich mal was Anständiges. Es ist jetzt ziemlich mein erstes Spiel mit den Space Marines. Ja. Mal gucken, wie du dich schlägst. Scheiße, genau, wir haben Chaos. Nicht das erste Spiel mit Space Marines. Also, ich schicke meine Leute mal jetzt nochmal erobern, die das Scharfschützengewehr haben. Weil die ganzen normalen Truppen von den Space Marines, die sind fürs Erobern viel zu gut. Nee, Kommando-Boss hast du genommen. Ja, ist richtig. Ich hab Kommando-Boss für die einen ausgewählt. Für die anderen? Außerdem wirst du bald begegnen, weil ich glaube nicht, dass der sich lange zurückhält. Aha, also okay. Es ist also ein War-Boss. Ja, es ist ein War-Boss. Oh, und ich hab ihn schon gesehen. Oh, und wie witzig ist er. Oh, und ich bin total toll. Nice. Oh. Ja, toll. Kommando-Boss und War-Boss auf einem Fleck. Hm. Jetzt ist der Warboss schon mal weg. Dann wollen wir mal den Kommando-Boss aufs Maul hauen. Im Namen des Imperators. Ja, hier drüben sind irgendwie voll die heute werden wir unseren Brüdern anschließen. Aber ich halte hier trotzdem recht gut Stand, finde ich. Vor allem wegen Flammenwerfer. Ah ja, richtig, jetzt sind ja auch endlich mal Flammenwerfer gut, ne? Ja, und hier sind auch Melter ziemlich gut. Warum das denn? Ja, weil sie bei der Imperialen Armee nicht gut sind. Da war ja was. Ja, ja, richtig, da war ja was. Erinnerst du dich noch? Ja, gerade eben. Ja, gerade eben, wo ich da, ne? Ah, richtig. Gut. Ja, ich kann mich auch wegen den Meltern aufregen. Ich habe noch nicht verstanden, warum man dem Oberkommandanten einen Melter geben sollte. Du rennst auf den Kampfpanzer zu, lässt dich von dem abschnitzen und hast irgendwie 10 oder 20 HP abgezockt. Ja. Das ist dann irgendwie der Hammer des Imperators und seinen tollen Melter du hast. Genau deswegen ist es halt. Ja, ihr mich auch. Sollte. Okay, jetzt soll langsam zurückziehen. Anforderungspunkt unter uns ist gestorben. Ach, das finde ich ja schon mal irgendwie erfreulich. Ich nicht. Ach, schon. Ja. Rückzug! Ich würde schon fast sagen, warum kommt jetzt hier gerade nichts? Dabei ist mir der Sound ja bei mir total leise, weil ich mich schon auf die nächste Aufnahme vorbereiten würde. Aber deswegen höre ich jetzt auch irgendwie alle fast gar nicht mehr. Also erstmal gebe ich meinen Leuten Flammenwaffen, das kann ja gar nicht mehr so falsch sein. Nein, das ist auf keinen Fall falsch. Ja, verstärkt ihr euch vielleicht mal? Ach so, Sergeant, und dafür braucht die Festung erst Stufe 2. Ja, so, egal, weiter geht's. Space Marines, die schaffen es auch so. Boah, ja. Warboss, sie schaffen es doch nicht. So, Warboss ist. Man kann mehrere Sachen aufnehmen, also kannst du Plasmawaffe und Flammenwaffe im Trupp haben? Nein. Okay. War nur, weil die Auswahlmöglichkeit noch verfügbar. Naja, gut. Du kannst es aber wieder umändern, praktisch. So, umändern, ja. Toll, will ich aber gar nicht. Ich find's auch total behindert, dass diese total kleine Trupps haben. Du hast 4 Mann mit dem genau, 3 Mann Trupp. Mit dem Sargent erstmal 4 Mann Trupp. Ja. Das ist überhaupt nicht Space Marine typisch. Ist doch richtig geil, oder? Nein, piss an. Ich will ordentliche Space Marine in einer ordentlichen Manngröße haben. Wollen wir das nicht machen? Aber stell dir mal vor, wie groß deine imperialen Trupps sein müssten. Ich kann einen imperialen Trupp von 12 Mann hinstellen. Ja, wie groß willst du einen Space Marine Trupp? Ja, ich will, dass da immerhin 4 Leute drin sind und dass so ein Sergeant mit insgesamt dann 5. Okay, ja, das ist realistisch. Ich habe jetzt an 10-Mann-Trupp gedacht, weil ich eigentlich normalerweise Space Marines nur mit 10-Mann-Trupps sehe. Ja, ja, klar. Ja, ich zock auch noch mit 10-Mann-Trupps. Auch wenn die dann zwischendrin ausblicken. Das wird irgendwie wieder zu weit gehen. Alter, die Orks hier drüben, die gehen die ganze Zeit auf meine schwer erbauten
Teile da. Ja, weißt du, das machen auch so. So, wenn die Zeit haben. Komm, geh sterben. Nein, Ungarn. Nicht fliehen. Du sollst nicht gehen, du sollst sterben gehen. Ja, geh. Oh, und ich habe überhaupt was gesehen. Oh, und der backt rum. Was macht der da? Achso, er muss sich entscheiden, ob er vorrennt oder zurückrennt. Der ist jetzt zurückgerannt. Der Donnerhammer ist wirkungsvoll gegen Infanterie. Sag mal, warum rüstet eigentlich. Ach. Ach ja, klar, weil er dann hier auf den Boden haut. Und deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Mit Chance auf Zurückstoßen zum Beispiel. Bam! Space Marines auf dem Feld! Aber gegen Panzer kannst du natürlich auch verwenden. Oh! Hilfst du mir mal hier in der Basis? Hier ist ein Guardbot. Ich hab definitiv nichts gegen den Guardbot. Also der Guardbot ist sogar bei deiner Basis. Ja, ich hab's halt gemerkt. So, jetzt hab ich ihn doch noch. Ich muss mich mal ganz kurz zurückziehen und hätte dann gerne mal meinen Oberkommandierenden hier unten. So. Ork-Pickup tot. Und ich brauche jetzt einen Trupp taktische Space Marines mit einem Plasmawerfer. Könnte ich auch auf Dauer mal brauchen, wenn dieser blöde Guardbot mal weg wäre. Oh ja, warte, ich komme schnell rüber. Brüder unterstützen und so. Ja, ja. Du weißt, sag mal, lässt du mich mal in Ruhe mit deinen behinderten Ork-Boys? Oberkommandieren zurückziehen? Ich wollte eigentlich gar nicht mehr der Platz einfach nur ballern, aber egal. Deck mich doch dumm auf. Ja, kill den Typ mit der Plasmakanone. Den brauche ich ja auch überhaupt nicht mehr. Festungen werden angegriffen. Ist mir nie aufgefallen. Verbündete Streitkräfte werden angegriffen. Ein Ortfahrzeug greift mich an durch und Rosarius anschmeißen. Ich kann unsere Rosarius anschmeißen. Ja. Guck mal, mein Rosarius ist an. Ja, ja, ich seh's gerade. Ah ja, da gibt's ja sowas wie so Rosarius. Ist ja interessant. Ja, der wandelt praktisch Energie in Lebenspunkte um. Ja, das ist ja nett. Oh, scheiße. Nee, ich stehe an der Stern, aber egal. Ja, ist ja praktisch dasselbe. Naja, ne? Ah ja, ich sehe die Chance auf Zurückstoßen gerade. Okay, da kam gerade mit so einem Mega-Nachhall. Grün, heute lieben ihre Waffen. Wie behindert. Danke, dass du es auch so siehst. Okay, Raketenwerfer ist definitiv gut. Okay. Ich würde sagen, wir verteilen jetzt mal hier die Rollen. Einer geht auf schwere Infanterie und Panzer und einer geht auf leichte Infanterie. Dann mache ich mal schwere Infanterie und Panzer. Okay, viel Spaß. Ich werde mich dafür aber ein bisschen defensiver halten müssen. Zu schwerer Infanterie zählen übrigens folgende Sachen. Terminatoren. Bei Orks. Nein, bei Space Marines. Ach so, du bist da, ja, ja, klar, dass ich welche deploy, ja. Kann ich auf Dauer mal machen. Ich mach's auch gerne, also. Es geht darum, wer macht jetzt Terminatoren und Sturmtrupps eigentlich? Terminatoren, Sturmtrupps, Land Raider, Predator und so weiter. Und wer geht eher auf Marines, Razorbacks, Scriptor, Scouts und so? Dann lass mich mal meine Marines alle umkommen und dann. Ja, okay, kann ich das gerne mit Fahrzeugen machen, weil ich spiele ja gerne Fahrzeuge, wie vielleicht einige schon mitgekriegt haben. Gut, dann gehe ich auf Marines. Ja, das hört sich sinnvoll an. Weil dann können wir es auch so aufsplitten, dass einer wirklich die ganzen Spezialwaffen und der andere die Spezialeinheiten macht. Ja.
das hat recht gut funktioniert. Das habe ich mal gegen Chaos Marines und Orks gemacht mit dem anderen. Also 4 gegen 4 menschlich und das hat wirklich sehr gut geklappt. Ja, denke ich mir. Keine Gnade! Das ist eine gute Stellung. Ja, noch ein Tipp, gib deinen Scouts immer Schrotflinten. Ja, ja, hab's gerade gemerkt. Wenn du mit Infanterie spielst, also in meiner Fall, gib deinen Scouts, wenn du welche hast. Also, ich sag dir mal eine Kombi, bei denen du deinen Scouts Schrotflinten gibst. Land Raider und 3 Tops Sturmterminator. Dann gibst du mit deinen Scouts unbedingt einfach. Ja, Scharfschützengewehre, die hinten bleiben und alles abwandern. Weil du hältst die Scouts nämlich bei deinem Land Raider und die reparieren deinen Land Raider die ganze Zeit. Ja, ja, hab schon verstanden. Ein Verbündeter hat einen Anforderungspunkt gesichert. Falls du sterben willst, da drüben ist ein Gargbot. Ich guck mal bei dem vorbei. Wie war das? Ich war der Typ, der sich um die Panzer und anderen Typ Dingens kümmert. Ja, und zwar in doppelter Hinsicht sogar praktisch. Das hört sich gut an. Verstanden. Scouts verstärkt. Oh. Was jetzt? Ist was? Ja, ich sehe gerade hier ist so ein Warboss, der gerade kämpft. Der sich jetzt zurückzieht und jetzt kämpft er mit Blender. Scouts bereit. Wir haben auch gefahren. Was? Wo war der Guardboss? Weiß nicht. Inzwischen nicht mehr da, wo er vorher war, mit Sicherheit. Durch feindlichen Beschuss. Befehle? Ich erobere ihn. Wo er jetzt ist, weiß ich leider nicht. Also, fassen wir da mal zusammen. Da läuft ein Guardbot rum und keiner von uns weiß, wo der ist. Ja,